Ahoi und herzlich willkommen bei 24 Fashion TV, heute aus einem ganz besonderen Hotel. Einem Designhotel, dem 25 Hours in der Hamburger Hafen City. Und Leute, es wird noch besser. Wir stellen euch heute ein Thema vor, bei dem nicht nur die weiblichen Herzen höher schlagen, sondern auch die männlichen. Es geht um die Dessous-Trends 2012. Denn wie bei allen Trends gibt es auch in Sachen Unterwäsche neue Farben, neue Formen und neue Materialien. Die Designer haben sich für 2012 was ganz Besonderes ausgedacht. Und zwar schicken sie ihre Models in Retro-Look-BHs über den Laufsteg. Passend dazu erfahrt ihr, welche heißen Dessous euch diesen Winter warme Gedanken machen. Freut euch auf tolle Farben, formende Details und Spitze. Außerdem erfahrt ihr, welchen BH man unter ein weißes T-Shirt am besten zieht und worauf ihr besonders achten müsst beim Unterwäschekauf. Also Augen auf beim BH-Kauf. Im Gegensatz zum öden Wintergrau draußen wird es unter den Kleidungsschichten herrlich bunt. Pastelltöne wie helles Flieder, rosa oder hellblau setzen sich auch bei den Dessous durch und wirken in Kombination mit zarter Spitze sehr verspielt und sind ein echter Hingucker, wie zum Beispiel bei Victoria's Secret oder Lascana. Wer es noch ein bisschen bunter mag, den werden die satten Bonbonfarben überzeugen. Leuchtendes Gelb, Orange oder intensives Blau wirken auf glänzenden Materialien wie Satin verführerisch und sehr sexy. Gesehen haben wir das zum Beispiel bei After Eden. Neben den verspielten Pastell- und den auffälligen Bonbontönen bleiben aber auch die Klassiker Schwarz und Weiß weiterhin in Mode. So wirken etwa schwarze Panties, aber auch Bodys oder Corsagen sehr verführerisch. Passionata bietet hier eine tolle Auswahl an. Besonders bei Brautmode ist weiße Unterwäsche noch immer ein Must-Have. Sie kann aber auch sonst sehr verführerisch aussehen, wie zum Beispiel bei Triumph. Und wer es etwas glamouröser mag, der trägt die angesagten Dessous von Marie Claire, die mit tollen Pailletten und funkelnden Steinen besetzt sind. Wow, das sah schon mal ganz schön gut aus. Da werden sich die Herren und Damen freuen. Bei Dessous ist es auch so wie mit normalen Kleidungsstücken. Man muss sich immer wieder aufs Neue, je nach Stimmung und Outfit, entscheiden, was man drunter zieht. Aber worauf sollte man eigentlich achten? Ich persönlich finde es jetzt nicht so schön, wenn man hinten am Rücken den Specktannenbaum sieht, der dann vom BH abgeklemmt wird. Oder auch, wenn das Körbchen zu klein ist und man dann auf einmal vier Brüste hat. Oder natürlich auch der weltberühmte BH-Verschluss, der sich hinten aus dem Oberteil herausmogelt. Wie man das alles vermeiden kann, das seht ihr jetzt hier. Damenunterwäsche gibt es in den unterschiedlichsten Varianten und mit unterschiedlichsten Effekten. Zum Beispiel hebt ein Push-Up-BH die Brust seitlich und von unten an, wie hier bei Lascana. So zaubert dieser BH ein tolles Dekolleté. Ein T-Shirt-BH hat keine Ziernähte und zeichnet sich unter eng anliegenden Materialien nicht ab. Diese gibt es zum Beispiel bei La Perla. Sowohl für große Größen als auch für kleinere eignet sich der Bügel-BH. Den gibt es aktuell bei Victoria's Secret mit Spitze und in tollen Farben. Egal welcher BH ausgewählt wird, wichtig ist, dass man sich wohlfühlt und die Wäsche perfekt sitzt. Dafür sollte man sich professionell ausmessen lassen, damit die Dessous die optimale Passform haben. Echt gute Tipps. Toll finde ich es auch, wenn man trägerlose BHs hat oder BHs, an denen man die Träger individuell verstellen kann. Natürlich perfekt für Neckholderkleider oder schulterfreie Oberteile. Ich trage gerne mal bunte BHs unter einem weißen T-Shirt. Wer allerdings nicht möchte, dass der BH zu sehen ist, der trägt am besten einfach einen hautfarbenen BH und tada, nichts zu sehen. Was unsere Bloggerin Tui zum Thema Dessous beizusteuern hat, das seht ihr jetzt hier im 24 Fashion Trendtipp. Moin und herzlich willkommen zum 24 Fashion Trendtipp. Wie ihr gesehen habt, ging es bereits heiß her und es wird noch schärfer. Vor allem die Männer dürften sich über einen ganz besonderen Trend freuen. Denn Dessous werden nicht mehr nur drunter getragen, sondern auch drüber. Der Trend kommt direkt aus Kalifornien hier nach Deutschland und wird schon von Bloggern und Fashionistas gehypt. Die liebste Kombination ist zum Beispiel ein aufgeschlitztes Top, wie ich das trage gerade, wo ein bunter BH herausguckt oder viele tragen auch gerne Glitzer-BHs oder Metallic-BHs, also ist alles möglich. Gleiches gilt auch für Spitzenunterwäsche, Corsagen oder sogar Strapsstrumpfhosen. Sie können als Außenkleidungsstück total gut funktionieren, wenn man es richtig kombiniert. Und das war's dann auch für heute. Traut euch einfach und bis zum nächsten Mal. Tschüss! So, jetzt wissen wir also, was man 2012 drunter trägt. Also Mädels, traut euch an die verführerischen und bunten Dessous heran und hebt eure Laune schon morgens vorm Spiegel. Wir sehen uns in 2 Wochen wieder, wenn ich mich mit Wanda Badwal Schicht für Schicht auf den Winter einstimme. Und bis dahin könnt ihr euch informieren auf dem 24 Fashion Blog, wo Tui und Katrin euch sehr gut recherchierte Background-Themen zeigen. Ahoi, ciao, tschüss und auf Wiedersehen.
Ja.